Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tiny Coffee Tech. Und ich wurde getrollt. Willkommen in einem neuen Zuhause, Mr. Street, The Hair Street. Gesponsert von der RB Salzburg GmbH. Das ist von Reismar, das weiß ich. Nämlich war RB Salzburg diskutiert letztens. Und ja, deswegen ist das hier wohl von ihm. Ich würde sagen, ich immer in Mod 0. Immer, ich will immer uns Creative Mode, weil es alles ein bisschen erreichbarer ist. Durch Stadt fliegen, das geht voll klar. Und ach du Scheiße, Alter, ist ja alles voll. Alter, Junge, wie viel Erde kann man nur haben? Ich mach mal, ist im Safe in Creative Mode, ne? Alter, ich bin Hobbys. Oh mein, ich kann es abnehmen. So, irgendwie sowas hier. Ich wollte eigentlich nur keinen Überblick geben, was so passiert ist. Ich werde mir etwas aktiver. Hier im Haus oder in der Stadt. Und ich mache selbst in Creative Mode, Alter. Ich hab keinen Bock. Ja. Drauf. Alter, ich kann so wirklich keine Hobbys haben. Das ist voller Erde, ey. Ich will einen TNT haben. War ich mir sogar die Erde? Ist mir doch egal. Oh nein. Mach ich den Kack. So was kann zerstören. Ansonsten kann ich gleich was erzählen, oder jetzt schon. Und zwar, hab ich gerade schon draußen gesehen, mein Schild wurde geändert. Ich bin jetzt der krasse Tastaturenschnüffler. Und ich weiß nicht, wer es gemacht hat, es war Reismar, ich ihn vermutet habe. Ich hab ihn erwischt. Ich bin zufällig mal rausgeflogen. Hat er das Schild bearbeitet. Und rumgefummelt. Deswegen ist jetzt klar, das erste Mal. Ich habe ihn krass erwischt. Und dann kann ich ihn nicht mal leugnen. Problem, ich habe leider keinen Beweis. Sehe ich auf Aufnahme, aber ich kann definitiv sagen, das erste Mal. Wir haben nämlich genau gesehen. Zum Zeitpunkt auch nur Sick auf dem Server und Reismar. Und ich halt. Und deswegen kann es nur Reismar oder Sick gewesen sein. Sick, weiß ich nicht, warum er das machen sollte. Und dann müssen wir so in den Folgen sehen von ihm. Wieso nicht offline spielt. Weil er keine Zeit dafür hat. Und sehr dumm. Deswegen kann es nur Reismar gewesen sein. Auch kein Beweis, sondern logisches Denken. Sie. Gott, jetzt sind wir noch 3 Minuten. Wir müssen zeigen, was passiert ist in der Stadt. Aber ich werde ja nicht gelassen hier. Die machen alles kaputt. Shit. Den Fackeln müssen aufpassen. Alter. Ein Bett. Schön. So, ein Spawnpunkt weg. Ich bin begeistert. Wie viel Zeit kann man eigentlich nur haben? Und der Rifle muss ja richtig viel Zeit haben. Ich sehe, was ihr macht. Ich hätte das auch offscreen machen können jetzt. Also was offscreen? Ich werde das offscreen machen. Boah, ich werde das auch offscreen machen. Habe ich ja nicht gleich dran gedacht. Dann schreiben wir hier und der krasse Über Boss Streetmaster. Oh yeah.
Okay, dann. Ah, ist was passiert. Das habe ich gebaut hier übrigens. Fliegende Holländer. Spongebob. Wahnsinn gekommen. Frage, wer baut denn da? So aktiv. Schilder dran. Die vielen Kack hier. Ich habe das nicht gebaut übrigens. Kuppel. Anscheinend noch gebaut. Bin mal gespannt. Boah. Ansonsten. Und jetzt noch ganz viele Schilder davon. Also für Rice machen wir so ganz viele Schilder. Mit Reb oder sowas drauf. Ist ja geändert. Ansonsten hat Physik was hinbekommen hier. Ein FSV. Nämlich das Wappen von FSV Sommer da. Das ist ja Ultra. Das habe ich für ihn gebaut hier. Ein paar Schilder reingesetzt. Weil er der größte Ultra ist, ne? Und ja, ich bin schon voll gefreut. Weil er jetzt mal noch nicht abgebaut. Also. Ist anscheinend richtig davon gehypt von. Könnte auf jeden Fall ausgehen. Könnte von ausgehen. Ansonsten. Hab ich noch was bei Rice noch gemacht offscreen. Bei seinem Imbiss. Hat auch gesagt. Und zwar habe ich eine Aldi-Salzlieferung gemacht vom 30. August. Und Salz, Aldi High Quality. Feiern alle Hals, Salz und kein Aldi und deswegen passt das voll gut. Ne? Ansonsten ist irgendwas beim Arbeitsamt, irgendwas passiert. Nö, anscheinend nicht. Wollen die mal einen Job? Was ist das denn für ein Ding hier, ey? Ich bin Schilder dran. Ja, es kann einmal schießen. Das ist ein Fall von Tyner City. Zum Platz 2, was war nichts Besonderes anscheinend. Wo mein G stand. Okay. Ich habe auch gehört, dass Sek irgendwie die ganze Stadt hier aufräumen möchte. Nicht alles abreißen oder so, sondern nur ein bisschen aufräumen. Ich habe keine Ahnung, wer sich das vorstellt. Und dann haben wir jetzt so ein riesiges Aldi-Logo. Das habe ich auch gebaut, also ich war sehr aktiv. Und als, ja, sind alle hier Rewe-Fans. Da muss ich ja da mal dagegen wirken mit dem Aldi-Schild. Weil Aldi ist ja der Marktführer als Vierer. Und das ist einfach der krasseste Markt. Nicht Rewe hier. Die machen die krassesten Burger. Ich habe schon Twitter gepostet. Können wir mal gucken. Das ist ein bisschen länger her. Ich habe August gepostet. Ein bisschen scrollen auf Twitter, dann seht ihr, was ich zu den Burgern geschrieben habe. Jetzt ein paar, nur ein paar Tage jetzt her. Zwei Tage sind das jetzt hier. Aber für euch ist das ein ganzen Monat. Ansonsten bei der Wahl wurde gewertet. Gesperrt. Aber nicht für OPs. Denn das wurde ja ausgewertet. Am 1. September. Punkt 0 Uhr. Hat es ja sehr ausgewertet. Und der neue Bürgermeister ist RiceMore TV. Ich wusste es, ich weiß nicht ganz genau, welche wie viele Stimmen der hatte. Nee, 5. Ich glaube Sieg vor zweiter mit 4 oder so. Dann Red Tiger und dann auf ich auf dem 4. Platz sogar. Mit 2 Stimmen. Und dann glaube ich irgendwie Matrix, Dauerzocker und Andreas mit einer Stimme. Also Psycho Andreas halt, ne? Als Gag. Allerdings zählt dieser Wahl nicht wirklich, weil Dauerzocker mir gesagt hat, er hat gestummelt. Bester Mann! Oder irgendwie
oder Ineos hat sich geschummelt oder so. Weiß nicht, ob es Dolzocker war oder jemand anders, aber ich meine, er war es. Hat irgendwie geschummelt und deswegen gibt es eine neue Wahl. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Die Wahl ist etwas geheimer, das heißt, ein Wahlhaus wird nicht mehr gewählt, sondern wir machen das privat mit der Wahl, die nicht mehr geschummelt werden kann. Mit wirklich nur einer, wenn sich jeder nur eine Stimme hat. Es gibt eine neue Wahl und ich werde natürlich darüber informieren. Also, wir haben ja noch keinen Bürgermeister. Das heißt, noch können wir eine Diktatur von mir machen, ne? Die wahrscheinlich an die Macht komme. Ein bisschen hier, ein bisschen aufräumen, ne? Zum Beispiel, dass Rewe hier fallen wird. Bis er alle an die Macht kommt. Dann ist es ganz schnell die Diktatur. Wenn es keine Demokratie geben kann hier. Ja, hier wird sich fünfmal wählt. Muss man ganz schnell die Diktatur machen oder sowas, ne? Oder so eine Monarchie. Ein König. Der König wäre dann aber auch ich, ne? Ich komme so oder so an die Wahl. An die Macht. Okay. Dann wäre es gewesen. In der heutigen Folge. Sehr gefallen, dann lasst eine positive Bewertung da. Und nicht vergessen. Und tschüss.